Es gibt ja so YouTuber, die machen dann 100.000 Abonnenten. Gleich mit Tim. Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Skywars und zu einem weiteren Teil der Minecraft-Kit-Vorstellung. Und ja, ich befinde mich gerade noch in der Lobby, weil ich es immer chilliger finde, da die Begrüßung zu machen, wie dann schon in der Startlobby. Und ich würde dann sagen, welches Kit seht ihr gleich? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Runde. So Leute, dann bin ich in der Runde auf der Map Skyland mit dem Attentäter-Kit und ich zeige gleich mal, was das kann. Ich liebe schnell nur die Kisten. Hier, wir haben ein Schärfe 1, Diamantschwert und Federfall 3 Schuhe von Anfang an. Die sind echt schon mal OP. Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier vielleicht a little bit rasieren können. Auf jeden Fall habe ich heute auch ein Thema am Start. Und zwar, ich habe mal so eine kleine Frage. Wollt ihr lieber, jetzt an die Zuschauer gerichtet, Uncut oder mehr Cut sehen? Also mehr geschnittene Videos, also so wie wir es jetzt machen, was auch ein bisschen mehr Aufwand ist. Oder wirklich fast gar nicht geschnittene. So ist natürlich für mich auch in Ordnung. Frage ich mich gerade, wo die Gegner sind. Oh, oh, oh. Da stirbt jetzt einer, da kommt einer von hinten. Zack, wird runtergegrieft. Zack, boom, danke für das Zeug. Und genau, wegen dem Uncut und so, oder Cut, seht ihr jetzt hier rechts eine kleine Infokarte. Und da könnt ihr einfach mal draufklicken und auf Cut oder Uncut drücken. Was ihr halt mehr wollt. Wollt ihr mehr Cut oder mehr Uncut? Nicht, ich werde nie ganz Uncut-Videos bringen, weil ich finde einfach, ist auch nochmal ein extra Thema, aber auf YouTube, zu YouTube gehört ein bisschen Qualität. So, Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, nächste Runde. Ja, wo wir stehen geblieben. Und ich finde einfach, dass auf YouTube auch ein bisschen Qualität gehört. Es gibt ja so YouTuber, die machen dann 100.000 Abonnenten. Gleich mit Tipp. Mit täglich 5 Uncut-Videos. Ich finde einfach, YouTube, da gehört schon eine kleine Qualität zu. Ja, aber da können wir im eigenen Thema nochmal drüber sprechen, über sowas. Haben mir eh gedacht, dass wir vielleicht sowas in Richtung Themenfolgen immer machen. Und, aber wir sind jetzt wie der alte Tank equipped. Wie der alte Tank. Und ich baue mich jetzt mal hier rüber. Und versuche jetzt mal, den zu platschen. Ja. Gut, okay, das dürfte ich eigentlich schaffen. Okay. Den habe ich. Vielleicht können wir uns hier noch die Dias holen. Genau. Und ja, auf jeden Fall konntet ihr vorhin rechts oben abstimmen oder jetzt oder irgendwann seht ihr schon, ob ihr mehr Uncut oder Cut wollt. Genau, das war es auch schon vom Thema dieser Folge. Komm, der gibt mir keinen Hit, Jungs. Schaffen wir, ne? Ja, das ist gleich mit der Skin, ne? Oh mein Gott. Nice. Kombo des Jahrtausends. Dann können wir noch ein paar Worte zum Kit verlieren. Ich finde, das ist eins der besten Kits. Kostet auch seinen Preis, kostet 100.000 Coins und ja, ist schwer zu erspielen. Also Fabiano hat ja gar kein Kit, weil er sehr spät mit Skywars angefangen hat, beziehungsweise insgesamt mit Minecraft. Und sieht man ja auch an seinem Skill. Komm mal, bau dich hoch, komm. Ja. Scheiße, ich bin runtergefallen. Da ist einer. Oh, 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 da ist ganz schön viel TNT. Okay, er ist ein Wald dafür. Hinten kommt noch einer zum Abstauben. Ne, ne, Freundchen. So machen wir das hier nicht. Wurscht, ich töte ihn jetzt. Ihr gehört, ich töte ihn jetzt. Okay. Zack, bam, boom, beam, bam. Ich krieg den. Ja, er ist. Ja, 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 ja. Junge, wenn der jetzt full die ist, habe ich keine Chance. Was mache ich? Leute, ich will die Runde jetzt nicht verscheißen. Der hat aber auch so saugeile Sachen. Oh mein Gott. Puh.
gut, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, ich habe das Thema zu Ende geführt. Ihr habt einen Eindruck in das Assassin-Kit bekommen. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst ein Like da und schreibt es in die Kommentare, wie ich gesagt habe. Und dann würde ich einfach sagen, macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal. Und lasst ein Like da, wenn ihr mehr solche Kit-Vorstellungen sehen wollt.